Ja, Servus Leute, herzlich willkommen zu den breaking Elektro News, der einzig wirklich seriösen Informationskeller rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Und heute mit folgenden Themen: Audi A6 e-Tron vorgestellt, Mercedes legt bei Reichweite nach, Total Energy Sport 2000 Ladepunkte, The Community Corner und der Schnitzer der Woche. Die Nachrichten. Die heutige ben eröffnen wir mit positiven Nachrichten für alle Audi-Fans. Da zähle ich mich ja selbst dazu. titelt Audi A6 E-Tron. So will Audi die elektrische Businessklasse erobern. Diverse andere Mitbewerber wie zum Beispiel BMW mit dem i5 haben ja schon große Kombis vorgestellt. Jetzt legt Audi nach. Und hat neben dem A6 e-tron Sportback auch einen Avant enthüllt. Das ist ja eines der beliebtesten Autos in den letzten Jahrzehnten gewesen von Audi. Wurde zwar immer größer, wurde immer luxuriöser und damit auch immer teurer. Trotzdem gibt es eine große Fangemeinde. Laut Elektrofunk.net handelt es sich bei dem Audi A6 e-tron um das erste Modell, das ein Flachbodenkonzept umsetzt auf der Plattform des Q6 e-tron. Und des kürzlich enthüllten Porsche Macan, das sind ja beides auch 800 Volt Systeme und dieses 800 Volt System erhält also auch der A6 e-Tron. Trotz der flachen Bauweise ändert sich an der Technik nichts. Zum Einsatz kommt die für die PPE-Plattform entwickelte Batterie mit einem Energiegehalt von 100 Kilowattstunden brutto bzw. knapp 95 Kilowattstunden netto, schreibt Elektrof.net. Diese kann mit bis zu 270 kW in der Spitze geladen werden. Ich habe gerade den IONIQ 5N vor der Tür stehen, der schafft über 260 kW. Also, das ist schon auf Langstrecke ein Pluspunkt, wenn man es eilig hat. Die Ladezeit von 10 bis 80 Prozent soll dank der hohen Ladeleistung bei nur 21 Minuten liegen und das, obwohl das so ein großer Akku ist. In 10 Minuten soll der A6 Etron darüber hinaus 310 Kilometer nachladen können. Das reicht also nicht mal, um schnell auf Toilette zu gehen. Möglich wird das Ganze unter anderem auch durch ein besonderes Thermomanagement der Batterie. Dieses Management kommt natürlich dann auch schon im Q6 e-tron und im Porsche Macan zum Einsatz, auch Plug-and-Charge und das im Macan vorgestellte Bankladen bei 400 Volt Ladestationen. Das dient dazu, dass auch an 400 Volt Ladestationen entsprechende Ladeleistung zur Verfügung steht, ist im A6 e-tron verfügbar. Für das AC-Laden ist ein 11 kW Ladegerät verbaut, später soll eine optionale 22 kB Variante folgen. Für den ein oder anderen Businessman oder Vertreter ist das sicherlich nicht ganz unwichtig. Elektrifunknet hat dann auch wieder eine Übersicht zur Verfügung gestellt, welche Modelle es geben wird. Zunächst ein A6 E-Tron Performance mit Heckantrieb, der hat dann 270 kW an Motorleistung. Die S6 E-Tron Quattro Variante mit Allrad bietet dann 380 kW Beschleunigung. Ihr seht hier 5,4 Sekunden von 0 bis 100 beim Hecktriebler, also völlig ausreichend. 3,9 Sekunden beim S6. Höchstgeschwindigkeit, hört, hört, 210 km/h bzw. 240 km/h. Und bei der WLTP-Reichweite, das ist natürlich absolut alltagstauglich. So viel Reichweite braucht eigentlich kaum jemand. Bis zu 750 km nach WLTP wird angegeben. Ladeleistung hatten wir schon, Ladezeit hatten wir auch schon. Kommen wir auch noch zu ein paar Fotos aus der Pressemappe von Audi, die Elektrofunk.net online gestellt hat. Es ist ein typischer A6, es ist ein typischer Avant, richtig schicker Kombi, ohne jetzt zu schreierisch zu sein, wobei die S-Varianten sind ja dann schon ein bisschen mit Sportzierrad versehen. Wir gehen noch mal weiter. Trifft meinen Geschmack zu 100 Ein richtig schickes Auto, natürlich auch ein Riesenschiff, das darf man nicht vergessen. Der CW-Wert ist aber durchaus beeindruckend. Bei der Limousine reden wir hier von 0,21 und beim Avant von 0,24. Niedrige Stirnfläche sollte also eine gute Effizienz ergeben. Wir gehen noch mal weiter. Hier beim Innenraum, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, dieses große zweigeteilte Display, ich nehme an, das sind zwei Displays, das gefällt mir auf jeden Fall. Das rechts hier, das mich so ein bisschen an den Porsche Taycan erinnert. Ja, für den Beifahrer vielleicht recht angenehm. Ansonsten sicherlich übliche Audi Qualität. Man sieht auch hier Kameraspiegel, schick gemacht, holt sicherlich die Audi Kundschaft ab und die Sitze sind natürlich auch wieder erste Sahne. Wir sehen hier Sportsitze auch wieder mit Schenkelauflage, die man rausziehen kann. Ja, das ist ein richtig tolles Auto, natürlich auch nicht ganz billig. Scheint jetzt auch nicht ganz so viel Klavierlag vorhanden zu sein. Hier links in der Tür haben wir ein bisschen was, aber ansonsten eher matte Kunststoffe, die hoffentlich hochwertig sind. Und dann zieht sich hier auch so ein Stoffbezug durch den gesamten Innenraum. Also finde ich wirklich schick, gefällt mir. Das konnte Audi schon immer hier noch mal die Sitze. Kofferraum wird sicherlich jetzt nicht schlecht sein, aber auch nicht brutal gut. Wir haben eine sehr sportliche Silhouette, die nach hinten relativ flach abfällt. Das kostet dann natürlich auch wieder Stauraum. Totschickes Auto. Ich bin davon überzeugt, dass Audi-Käufer hier zuschlagen werden. Und da ich ja als BMW-Fahrer ein bisschen Sprachassistenz geplagt bin, wichtige Info für die Audi-Interessenten. Außerdem gibt es einen Audi-Assistant mit Zugang zu ChatGPT. Um sich während der Fahrt recherchierte Inhalte vorlesen zu lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren zu können. Also keine blöden Antworten mehr von der Chantal, wie das bei mir im i4 tatsächlich teilweise der Fall ist. Zu Preisen konnte ich jetzt leider noch nichts finden. Auch auf der Audi-Seite ist da noch nichts zu finden. Audi A6 e-tron, hier die verschiedenen Modelle, also einmal der Sportback und einmal der Wand und dann als S6 und als normale Version. Guck mal gerade, was der Audi A6 kostet da werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber liegen beim Preis hier ist der Audi A6 allerdings auch ein älteres Modell und der geht bei 58.000 Euro als Avant los als Limousine ab 55.500 Euro ja, ich denke mal 10.000 Euro darf man wohl im Grundpreis schon mal tendenziell draufschlagen ihr könnt ihr ja noch mal unter das Video schreiben was ihr glaubt wie teuer wird denn der Einstieg in den A6 E-Tron aber unabhängig vom Preis ich denke das ist ein vernünftiges Gesamtpaket und Audi Kunden sind gewohnt für die Premium Qualität ein paar Euro mehr zu bezahlen. Das gilt in einem vermutlich noch höheren Maße natürlich auch für Mercedes-Kunden. Die bekommen jetzt aber auch etwas mehr. Elektroauto titelt: Mercedes EQE hat mit neuer Batterie nun gut 700 Kilometer Reichweite. Jetzt beginnt also auch so ein bisschen diese Reichweitenbattle unter den Luxus-Auto-Herstellern. Wer bietet die längste WLTP-Reichweite? Und da werden wir sicherlich auch bald 1000 Kilometer sehen. Davon bin ich überzeugt. Der deutsche Automobilhersteller Mercedes-Benz setzt im EQE 350 Plus inzwischen eine neue Batterie mit 96 Kilowattstunden Nettokapazität ein. Das erinnert mich ein bisschen an den Audi A6 e-Tron, da hatten wir 94,9 Kilowattstunden. Naja, ist bestimmt Zufall. Also 96 Kilowattstunden, die 693 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen sollen. Vorher war ein Akku mit 89 Kilowattstunden verbaut, also 7 Kilowattstunden rund mehr sind eigentlich so 30, 40 Kilometer, vielleicht 50 Kilometer im Sommer, wenn man es gemütlich angehen lässt bei dem Auto. Zudem seien die Verbrauchswerte minimal auf nun 16 bis 19,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gesunken. Da hängt es natürlich auch wieder davon ab, welche Ausstattungspakete du wählst, welche Felgen sind verbaut, Frontschürze, Heckschürze, hat man da ein AMG-Paket, ne, dann wird es gleich vom Verbrauch her wieder höher. Dafür muss man bei den Fahrleistungen jetzt Abstriche machen. Wahrscheinlich ist der EQE ein bisschen schwerer geworden, denn jetzt dauert es 0,1 Sekunden länger, um Tempo 100 zu erreichen. Allerdings ist das Auto mit 6,5 Sekunden immer noch schnell genug. Der Preis stieg indes von 70.995 Euro um 417 Euro auf 71.412 Euro. Wohlgemerkt für 7 Kilowattstunden, wenn ich es richtig rechne, 417 Euro. Und da muss ich sagen, wenn das wirklich so ist, deutet es ja entweder auf noch einen höheren Preiskampf hin oder es deutet darauf hin, dass die Akkus auch für die Hersteller immer günstiger werden. Ich gehe mal davon aus, es ist eine Kombination aus beidem. Problem bei Mercedes ist allerdings, dass die keine Preise mehr im Konfigurator ausgeben und damit sich die Preise auch regelmäßig ändern können. Also, das ist schon merkwürdig, was sich Mercedes dabei denkt. Auch die Händler haben innerhalb des Agenturmodells darauf keinen Einfluss mehr. Mercedes macht jetzt die Preise und jeder zahlt, was Mercedes vorgibt, so sieht es zumindest aus. Aufgeladen wird nach wie vor mit bis zu 170 kW, da kann man mit der Konkurrenz also nicht ganz mitteilen. Doch die Ladekurve muss sich verbessert haben, denn die angegebene Ladedauer liegt trotz der höheren Speicherkapazität unverändert bei 32 Minuten. Die Ladekurve wird wahrscheinlich ein längeres Plateau haben und damit auch eine höhere Ladeleistung von 10 bis 80 Prozent, nehme ich mal an, hier ermöglichen. Das, was ich auch gar nicht verkehrt finde, ist, den EQE 300 gibt es weiterhin auch mit der 89 Kilowattstunden fassenden Batterie. Der müsste aber eigentlich dann um die 400 Euro mal mindestens günstiger werden, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ne? Aber gut, kann man drüber streiten. Ist halt alles. Modellpolitik von Mercedes. Die Allradvarianten haben alle den minimal größeren 90,6 Kilowattstunden fassenden Akku an Bord. Die sollten aber irgendwann nach meiner Meinung auch den größeren bekommen, wenn das technisch möglich ist, denn die brauchen ja auch mehr. Also ich denke mal, solche Reichweiten, die natürlich jetzt nicht direkt praxisnah sind, die sollten doch auch für einige Vertreter schon ausreichen, ich muss allerdings auch dazu sagen, die Ladeleistung vom EQE, die könnte der Knackpunkt sein. Vermutlich greift der typische Vertreter in einer etwas höheren Position dann doch eher zum Audi A6 e-tron und das am besten noch in der Avant-Version. Der ist nämlich auch noch deutlich alltagstauglicher als der EQE. Der hat ja nur so eine mikro wo man kaum was reinkriegt. Wenn man ein Auto richtig vollladen will, dann braucht man so einen A6 e-tron Avant. Hier spricht natürlich der Audi-Fanboy. Aber das Konzept von Audi überzeugt mich doch deutlich mehr als der EQE 350, auch als Plusvariante, trotz der guten Reichweite. Kommen wir jetzt zur letzten Meldung und einer Schlagzeile, die sowohl in Deutschland undenkbar wäre. Denn Elektriff.net-Titel, Total Energies errichtet 2000 Ladepunkte in und um Brüssel. Und jetzt kommt es, bis Mitte 2025 sollen insgesamt 2000 Ladepunkte in der Brüsseler Hauptstadtregion installiert und verwaltet sein. Die Region arbeitet auf das Ziel hin, ihren Einwohnern bis 2035 insgesamt 22.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte anzubieten. Wohlgemerkt, 2.000 Ladepunkte bis Mitte 2025, also innerhalb eines Jahres. Wenn man bedenkt, dass das Deutschlandnetz, ich meine, 2021 angekündigt wurde und jetzt schon zwei, ich wiederhole, zwei Standorte in Deutschland in Betrieb sind, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Warum geht das in anderen Ländern? Und ich gehe mal davon aus, das wird auch so kommen in Belgien und nicht so eine, ja, so eine lächerliche Zitterpartie wie in Deutschland. Und die Ladeinfrastruktur in Brüssel ist sowieso schon relativ gut, denn schon heute sind ein Viertel der angestrebten 22.000 öffentlichen Lader am Netz. Total Energies will im nächsten Jahr in 19 Brüsseler Gemeinden diese besagten 2.000 Ladepunkte errichten und darf diese für die nächsten 10 Jahre dort auch betreiben. Natürlich wird auch immer wieder die Frage sein, Unterstützt Total Energies auch die 166 Ladekarten, die Fastnet nach Angaben des CEO, äh, CFOs unterstützt? Das wird die Frage sein, oder kann man einfach für 25 Cent sein Auto dort laden, mit der EC-Karte bezahlen oder mit der Kreditkarte oder whatever? Die ersten Ladestationen sollen bereits Anfang Oktober in Betrieb gehen. Sie sind außerdem mit einem Solarpanel an der Spitze ausgestattet. Ob damit auch Strom ins Auto kommt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sollen die Bewohner damit in die Lage versetzt werden, ihr Elektroauto in der Nähe ihrer Wohnung Tag und Nacht aufzuladen. Das ist auch die Frage, wie hoch ist die Blockiergebühr? Wie lange darf man laden? Da gibt es ja in Deutschland auch bei verschiedenen Tarifen aber witzige Konstrukte. Nach einer halben Stunde schon Blockiergebühr, whatever, auch an AC-Säulen. Also was da im Moment passiert, ist unglaublich. Was auch noch interessant ist, 20 bis 45 Ladestationen werden in Straßenbeleuchtung, also in Laternen, installiert. Elektrif.net mutmaßt dann sicherlich auch richtig, dass es sich um AC-Ladesäulen handeln wird. Das sind sicherlich keine DC-Ladesäulen, das sollte jedem klar sein. Und das, was sich Brüssel ab 2035 auf die Fahnen geschrieben hat, ab dem Jahr 2035 soll nach dem Willen der Region bereits in weniger als 150 Meter Entfernung von jedem Brüsseler Haushalt eine Ladestation zur Verfügung stehen. Wie gesagt, die Frage ist da auch immer, wie sind die Konditionen? Ist das so kompliziert wie in Deutschland? Ich kann es euch nicht beantworten, aber ich denke, das ist eine gute Tendenz, das ist ein guter Trend. In der Großstadt ist es ja deutlich schwieriger, auch sein Fahrzeug aufzuladen, wenn man Laternenparker ist. Auf dem Land sieht das noch ein bisschen anders aus. Da sollte es möglich sein, jedem Stellplatz, da sollte es möglich sein, wenn denn irgendwann mal alle mit Elektroauto fahren, denen auch das Laden problemlos zu ermöglichen. Wobei ich noch gespannt bin, ob dieses Konzept auch richtig ist, ob so viele Ladesäulen benötigt werden oder nicht. Die Zeit wird es zeigen, was natürlich unbestritten und absolut wichtig ist, Mindestens 166 unterschiedliche Ladekarten sollten unterstützt werden. Wink, wink. The Community Corner. Bevor wir zur ersten Mail der Community Corner kommen, wie immer noch der Hinweis, die Change.org-Petition Stoppen Sie den Preiswucher an öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektroautos läuft weiter. Falls ihr noch nicht unterschrieben habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Die erste Mail der heutigen Community-Corner, die kommt vom Enrico, der schreibt: Hallo Michael Guru, der Elektroauto-Jüngerschaft, richtige Anrede. Ich möchte mal deinem Aufruf folgen und dir Fotos unseres neuen Familiengefährts schicken. Alle Türen gingen ab Werk auf. Naja, äh, aber auch Tesla lernt ja dazu. Er war auch überrascht, dass es funktioniert. Offensichtlich hat mein unterschwellige Einflussnahme über ein Jahr mittels Hintergrundbild Kommentare zu Stinkern vor uns auf der Straße, Lärm beim Autofahren, durch den Motor und viele weitere verbrennertypische Unannehmlichkeiten. Doch zum Erfolg geführt. Für mich selbst überraschend kam meine Frau am Freitag vor unserem Urlaub die Treppe herab und meinte, sie hat da noch mal drüber nachgedacht. So ein Tesla jetzt gleich wäre ja doch irgendwie sinnvoll. Also er hat auch seine bessere Hälfte von der Elektromobilität überzeugen können und äh, da kann man sich auch mal eben so ein Tesla aus dem großen Sortiment von Tesla aktuell stehen ja einige auf Lager ein Auto aussuchen. Natürlich hat er sofort einen Probefahrttermin für den nächsten Tag gemacht, der verlief so gut, dass wir Donnerstags drauf das Model Y den ganzen Tag fahren konnten, am Freitag bestellt haben und am Mittwoch, keine zwei Wochen nach den ersten konkreten Gedanken, stand das neue Auto schon vor der Haustür. Wahnsinn. Die Frau vom Enrico fand wohl die Original-Testafelgen am Probefahrzeug nicht besonders schick und hat sie bereits nach 500 Meter zerschrappelt. Jetzt hat er also andere drauf. Ne? Also die taugen offensichtlich nichts. Wie schon erwähnt, meine beste Gattin der Welt ist halt mit Weisheit gesegnet. Ich bin gespannt, wie er sich im September als Zugfahrzeug für unseren Caravan fährt. Und dank Supercharger bin ich, was Ladeinfrastruktur angeht, nicht so leid geprüft wie du. Die Fotos hat meine Frau gemacht, also seine Frau. Viele Grüße Enrico. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich muss sagen, die Felden werden das Auto wirklich nochmal auf. Seht ihr auch alles? Jawohl, ihr könnt auch alles sehen. Das sieht schon schick aus. Ne? Also das wird für den Verbrauch sicherlich kontraproduktiv sein, aber die Frau kann auch mit Photoshop umgehen. Sie hat also alle Türen und Hauben und Klappen und so weiter geöffnet, das ganze noch mal aus einer anderen Perspektive. Im Hintergrund seht ihr eine der 17 Garagen vom Enrico, da passt das Tesla Model Y auch gut rein und hier auch noch mal aus einer anderen Perspektive. Also Fotos kann die bessere Hälfte vom Enrico auf jeden Fall machen. Ob ich ihr mein Auto noch mal geben würde, wenn sie mir die Felgen verschrammelt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht das Tesla Model Y mit diesen Felgen noch mal deutlich schicker aus. Gefällt mir und deshalb gibt es natürlich von mir auch einen Daumen hoch für das tolle Elektroauto und ich wünsche dir und deiner besseren Hälfte, lieber Enrico, allzeit knitterfreie Fahrt. Die nächste Mail kommt vom Thorsten, der schreibt, lieber Michael, Habner und höchst erleuchteter Guru der Elektromobilität, richtige Anrede, es geht ja. Seit November 2023 bin ich stolzer Besitzer eines E-Autos, einem wunderschönen Volvo C40 RWD mit 78 Kilowattstunden Akku netto, mit dem ich bisher etwa 8000 Kilometer gefahren bin und bei dem sich sogar manche Türen und Klappen öffnen lassen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Den Umstieg auf die Elektromobilität genießt er sehr, sowohl was das viel bequemere als auch was das sportlichere Fahren anbelangt. Und der Volvo C40 ist ein richtig tolles Auto. Beim Stromanbieter Lichtblick beziehe ich meinen Fahrstrom über die heimische Wallbox für knapp 31 Cent je Kilowattstunde, was zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr gerade günstig ist. Für unterwegs habe ich die Ladekarte und App, über die ich als Bestandskunde von Lichtblick an vielen DC-Säulen für 54 Cent laden konnte. Denn es gibt eine Neuigkeit dazu. Heute kam der große Knall, auch Lichtblick folgt dem allgemeinen Wuchersystem an Ladesäulen. In dem neuen Tarif, welcher auf den umständlichen Namen E-Auto unterwegs Ladetarif S Vorteil hört, was für ein Schwachsinnsname, kostet die Kilowattstunde ab August 73 Cent, was einer Erhöhung von 35% entspricht. Wohlgemerkt, der Strompreis ist massiv gesunken, aber Lichtblick haut mal ordentlich oben was drauf hoffen wir dass deine petition etwas bringt viele grüße thorsten das war vor ja, sechs bis sieben wochen als die e mail kam wir wissen ja mittlerweile bringt nichts hier haben wir dann das auto. Mit dem war ich ja, oder mit so einem ähnlichen, ich hatte den Allradler, war ich ja auf Mallorca, ne, ganz tolles Langstreckenauto, super komfortabel, Ladeleistung hat mir ausgereicht, Verbrauch war in Ordnung, wobei es jetzt kein absolutes Sparwunder ist, muss man auch ehrlich zugeben, fährt sich aber toll, ne, als Auto insgesamt ein rundherum gelungenes Paket und schick ist er sowieso, nur ne? auch mit dieser blauen Farbe gefällt er mir gut. Die Heckklappe geht auf, man muss dann halt hier durch den Kofferraum nach vorne krabbeln, aber was soll's. Innenraum hat er auch nochmal mit fotografiert. Da waren noch mehr Fotos dabei. Ich habe jetzt mal die Wesentlichen rausgesucht. Super aufgeräumt das Auto ne? und super sauber. So ordentlich ist meiner nur ganz selten. Und dann haben wir hier auch noch den Lichtblick-Tarif. Dann seht ihr das nochmal, könnt ihr selbst noch mal euch selbst nochmal anschauen. Aber lieber Thorsten, ich hoffe, du lässt dir auch von Lichtblick den Spaß an deinem tollen E-Flitzer nicht verderben. Und ich wünsche dir mit dem Volvo C40 allzeit der Fahrt. Die letzte Mail der heutigen Community Corner, die kommt von der Petra. Ha, ich habe also doch auch weibliche Zuschauer, die schreibt, lieber Michi, unermüdlicher Camper für die Elektromobilität und Verteidiger der schönsten Lackfarbe der Welt. Jawohl, genau richtig, Petra, die Frau hat Geschmack. Vor genau einem Jahr habe ich meinen Ionic Classic gegen einen Ionic 6 mit kleinem Akku und der kleinsten und kleinsten Ausstattungspaket getauscht. Nach jetzt 20.000 Kilometern, mein lieber Scholli, Steht der Verbrauch bei 13,9 Kilowattstunden? Wahnsinnig, wie effizient das Auto ist. Finde das schon erstaunlich. Das Auto ist viel größer und komfortabler. Im Anhang auch ein Foto zum Größenvergleich. Schauen wir uns gleich an. Probleme gab es nur kleine, die schnell und anstandslos von Hyundai beseitigt wurden. So soll das sein. Als schon etwas älteres Mädel reicht mir die geringe Ladeleistung völlig aus. Geringe Ladeleistung beim Ioniq 6. Kleinerer Akku, klar, aber der lädt ja trotzdem gut. Bin eine eher entspannte Fahrerin. Langstrenge ist immer problemlos und super bequem. Kofferraum hat mich noch nie interessiert, egal bei welchem Auto. Die Originalfelgen und das Hyundai-Emblem sind mittlerweile schwarz lackiert, damit auch alles stimmig ist. Also auch ein bisschen Auto-Enthusiastin, die Petra. Hat er auch Begegnung mit anderen schönen Autos im Wald? Schauen wir uns gleich an. Kritik an Brooklyn Creme, Metallic oder Transmission Blue kann man nicht ernst nehmen. Schon gar nicht, wenn die Kritiker weiß für ihr Auto gewählt haben. Genau richtig, Petra. Du bist eine Frau nach meinem Geschmack. Liebe Grüße aus der norddeutschen Tiefebene Petra und jetzt schauen wir uns die Bilder mal an. Hier haben wir erstmal den Ioniq 6 in einer wunderschönen Farbe, die fast so aussieht wie Brooklyn Creme Metallic. Hier alle sind schwarz lackiert, also die Frau hat auf jeden Fall Geschmack. Dann haben wir hier das Foto mit dem Größenvergleich. Ich gehe davon aus, der Ionic Classic gehört nicht zu Petra. Das Ganze dann auch nochmal von vorne. HB Tesla. Warum sie da Tesla drauf geschrieben hat, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall schick. Und jetzt kommen wir aber zum, tut mir leid, Petra, schicksten Autos auf den Fotos, nämlich dem i4 hier im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der scheint auch Brooklyn Grey Metallic zu sein. Die beiden Autos haben die schönsten Farben, die man überhaupt für Autos wählen kann. Auf die Effizienz bin ich ein bisschen neidisch, liebe Petra. Ganz tolles Elektroauto hast du da. Und ich wünsche dir mit deinem blau-grauen Flitzer, kann man das so sagen, auf jeden Fall allzeit knitterfreie Fahrt. Der Schnitzer der, Schnitzer der, der auch. Auf den heutigen Stitzer der Woche haben mich zahlreiche Zuschauer hingewiesen. Die haben sich alle über eine Kolumne aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Schauen wir uns aber gleich an. Ich habe mal exemplarisch die Mail von Knut rausgesucht. Moin, Herr Schmidt, abonnierter Halsbringer der Elektromobilität. Richtige Anrede. Anbei eine neue und sehr polemische Meinung gegen E-Autos auf Langstrecke gefunden auf NTV. Selten eine solch unqualifizierte Meinungsmache gesehen, aka selten so ein Mist gelesen. Ich freue mich jetzt schon auf den kommenden Schnitzer der Woche mit freundlichen Grüßen aus Herford Knut und dann schauen wir uns das ganze mal an. Diese Kolumne von NTV stammt von einer Frau Ölmann. Der Name löst bei mir jetzt keine positiven Assoziationen aus, bin ich ganz ehrlich und äh, die Überschrift lautet Nie wieder verreisen mit dem E-Auto vorerst. Und die Autorin ist laut dieser Kolumne für vieles zu haben, nur verreisen mit dem E-Auto, das gehört nicht dazu. Dabei hatte sie sich so schön vorbereitet. Und unter anderem liest man davon, reisen mit dem E-Auto ist Mist. Ja, dolle Karre, die wir da haben für die Stadt, aber zum Verreisen, vergessen Sie es. Und dann kommt hier auch schon der Begriff für Gutmenschen, Gemütliche, alle, die viel Zeit haben und so weiter und so fort. Außerdem sagt die Frau Öhlmann, sie gehöre zu den, ich zitiere, zu den Affen, die sich so richtig daran erfrischen können, wenn sie es in fünf Stunden von Berlin nach München schaffen und das Ganze mit einer Tankfüllung, ne? Ähm, nicht zeitgemäß sagt sie, Fragezeichen, ja, sie weiß. Und dann schreibt sie hier unter anderem, das ist ja mit das Dämlichste, was ich gehört habe bisher oder gelesen habe, äh, solange aber die Benziner und Diesel mit Minimum 220 an dir vorbei Brettern, kommst du dir als korrekte Autofahrerin einfach nur bekloppt vor. Also ich bin mit dem BMW i4... Einer der flottesten auf der Bahn, auch auf Langstrecke. Ich werde wirklich nur relativ selten überholt. In meinen Livestreams meistens dann so mit 130. Selbst das ist eine Geschwindigkeit, wo du selten nur überholt wirst, wenn ich da an den Otto denke, wie der über die deutsche Autobahn mit seinem Ionic 5N äh, Brettert. Es fehlen einem die Worte, wobei ich ja mittlerweile auch ein Befürworter bin für zum Beispiel Tempolimit 150 oder 160, denn diese Geschwindigkeit mit 220, die eh keiner fährt. Und auch keiner mehr fahren kann, nur ganz selten, nachts vielleicht noch. Oder wenn man wirklich mal Glück hat und die Bahn frei ist. Ja, also diese 220 Sachen, die sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also, was die Frau Oehlmann sich dabei denkt, ich weiß es nicht genau. Die Frau Oehlmann schreibt dann auch, dass es auch noch Vorteile hat. Man könnte seine Doktorarbeit nachholen, wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt, weil es ja so lange dauert. Ne? Da träumt wohl jemand von einer akademischen Karriere, zu der es nicht gereicht hat. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht. Der Text gibt in meinen Augen so ein bisschen Aufschlüsse darüber, warum es dafür nicht gereicht hat. Also natürlich ist das hier launig geschrieben, wer es launig findet. Ich finde es einfach nur Käse und vom Niveau her unterirdisch. Unabhängig davon ist es auf jeden Fall unqualifizierter Unsinn und deshalb ohne Zweifel der, der Schnitzer Schnitzel der Woche. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei allen Zuschauern bedanken, die mir Nachrichten haben zukommen lassen zu Elektroautos, Elektromobilität etc. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wären die Breaking Elektro News nicht möglich. Ansonsten war es das für die heutige Ben-Ausgabe. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr die nächste Ausgabe.